Guten Morgen! Guten Morgen ist gut. Hast du mal aufs Tacho geguckt? Dann eben Mahlzeit, aber dafür haben wir jetzt die Gewerbeanmeldung. Ich müsste noch ein bisschen was erledigen. Das ist gut. Für mich wäre ja mal interessant, was ich machen soll. Gib mir 2 Minuten, ich mache dir eben Werkstattauftrag fertig. So, Marcel, komm her. Bitte schön. Der Termin kann auch nicht dein Ernst sein, oder? Ach, guck dir das doch mal an, Marcel. Komplettlackierung in einer Woche und dann noch Sonderfarbton? Ja, das ist hier so ein schöner Japan-Lack vom lieben Hagen. Aber guck dir den an, da ist nicht viel dran. Zwischen Oxidspuren, aber sonst ist er noch schier. Den schleift man einmal durch, dann wird er geduscht und dann ist gut. Worauf habe ich mich bei dir bloß wieder eingelassen? Ach komm, hab dich nicht so. Ich helfe dir auch. Das kriegen wir zusammen hin. Für euch erstmal Intro. Ja, Freunde, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflow. Das ist tatsächlich kein Spruch. Das ist Hagens CL500 Japan Lachs. Der soll tatsächlich nächste Woche schon mit den neuen schön großen Value-Felgen auf der Messe S-Motor Show präsentiert werden. Das heißt, wir haben etwas Zeitdruck. Das Ding muss hier in einer Woche fertig sein. Aber das Gute ist, der Zustand ist tatsächlich gut. Ich habe mal so drüber geguckt, da sind kaum Dellen, kaum Kratzer. Das Einzige, was der Wagen hat, typisch CL, sind hier diese Oxidationsspuren, einmal an der B-Säule, am Schiebedach. Das heißt, die müssen wir natürlich bearbeiten, aber ich glaube, zu zweit schaffen wir das. Dann war. So Leute, guck mal, der liebe Hagen ist auch dabei. Ja, moin, hast du die Jungs die Felgen schon gezeigt hier? Komm mal ran mit der Kamera, guck mal an, die schönen Dinger hier. Gibt es jetzt noch käuflich zu Spaß? Das ist hier ein Fahrzeug für die S-Motor Show. Da sind wir dieses Jahr Aussteller und wollen eben unter anderem diese schönen Felgen präsentieren. Und da habe ich gedacht, ne, damit Flo natürlich auch auf der Messe ein bisschen mit vertreten ist und das Auto auch auffälliger ist, kriegt er nochmal eine schöne Farbe hier. Nichts von der Stange, ne? Gar nichts von der Stange. Da haben wir uns jetzt gerade ein bisschen was ausgesucht. Ich hatte so eine Paint-to-Sample-Farbe von Porsche. Da sind wir natürlich nicht an die Daten gekommen, was wie wo zugemixt wird. Deswegen haben wir da jetzt gerade so ein bisschen selber probiert. Aber das sehen die Leute dann am Ende wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das wird richtig fetzig. Mit dem Chrom, den dicken Felgen hat der Autosiastik, die haben das ja gezogen hier noch. Das wäre nachher fett dasteht. Ja, wir müssen jetzt noch jemanden finden am Ende, der den dann tiefer legen kann. Also das ist auf jeden Fall ein sportlicher Zeitplan. Ne? So in einer Woche, glaube ich, beginnen wir auch arbeiten für die Messe. Ja. Jetzt muss wie bei D-Max oder wie bei West Coast Tuning. Ja. Die Jungs haben noch eine Woche Zeit, das Auto ist. So ungefähr genau. Fängt das Video auch an. Dann cool. Aber das kriegst du hin, ne? Ja, ich mach's. Bis jetzt haben wir es immer gekriegt. Ne, Marcel? Ja. Verlieren wir keine Zeit, die Kiste muss erstmal auseinandergebaut werden, dann fangen wir mit dem Schleifen an, also würde ich sagen. Let's go!
Wir haben jetzt das, was einfach und schnell rausging, demontiert. Das heißt, Grillsterne. Diese Lufteinlässe, den Stoßfänger vorne haken wollte eigentlich, dass da gar nichts abgebaut wird, dass wir den einmal so nur eine Sichtlackierung verpassen. Ist natürlich für uns, wenn das Auto auf der Messe steht und da muss es wenigstens so ein bisschen vernünftig aussehen. Das heißt, das ist erledigt. Jetzt geht es ans Schleifen. Wir müssen, wie gesagt, einmal diese Oxidationsstellen beseitigen und dann müssen wir das ganze Fahrzeug einmal komplett durchschleifen. Den werden wir nicht komplett grundieren, sondern wir werden auf dem Altlack aufbauen, das heißt, wir müssen den sehr fein schleifen, also mit einer Körnung von 800, weil wir, ich habe ja schon gesagt, ein Sonderfarbton, ein heller Farbton mit einem hohen Metallic-Anteil. Und das Problem ist, wenn man grobe Schleifriefen hat, die Pigmente legen sich in die Schleifriefen und man sieht nachher die Schleifriefen. Deshalb muss man wirklich fein schleifen, gerade bei hellen Farbtönen. Bei Schwarz würde man das jetzt nicht so sehen. Ja, das heißt, wir werden jetzt die Schäden bearbeiten und die gesamte Oberfläche einmal mit einer Körnung von 800 durchschleifen. Während der Wagen da unten fast fertig ist, in den letzten Zügen ist, kümmere ich mich jetzt hier schon mal um die Farbe. Wir haben ja hier diesen Farbkatalog mit leider nur 15.000 Farbkarten. Da war natürlich nichts Passendes dabei für den lieben Hagen. Sondern der Hagen will natürlich was Spezielleres, was Exklusiveres. Das heißt, wir müssen jetzt selber kredenzen. Wir haben ja auch hier so eine Komponentenübersicht, wo man ja, die einzelnen Mischkomponenten einzeln sehen kann. Und daraus mischen wir jetzt was. Und zwar, ja, ich habe die Hälfte der Farbe schon fertig gemischt. Das besteht tatsächlich nur aus reinem Silberpigment. Feinsilber und Grobsilber, weil dieses Grobsilber hat immer diesen leichten Metal Flake Effekt. Gerade im Neonlicht glänzt das richtig schön. Das heißt, da ist jetzt viel Silber drin, grobes Silber drin mit einem schönen Glitter Effekt. Und jetzt kommt eine Abtönfarbe dazu, die den Farbton richtig knallen lässt. Und das gebe ich jetzt dazu, aber das seht ihr jetzt noch nicht. So, Marcel, in den letzten Zügen. Ja, sehr gut. Geschafft. Die Teile habe ich gestern schon lackiert bei Sasak. Die sind noch bei mir im Auto. Die Farbe habt ihr ja immer noch nicht gesehen. Ja, so in der nächsten halbe Stunde müsste der gute Sam hier sein und holt die Kiste ab, dass wir den zur Kabine bringen, dass wir den Wagen in ein neues Lackkleid hüllen können. So, Marcells Job ist für heute erledigt. Feierabend. Wagen ist schon verladen. Das Wetter spielt zum Glück auch mit. Es ist zwar nordischer Sonnenschein, aber trocken. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, let's go, baby. Ja, nach zwei Stunden haben wir das auch geschafft, den einmal abzukleben. Bei so einem CL, das ist immer nicht ohne den abzukleben. Aber jetzt werden bestimmt auch viele sagen, wieso habt ihr so wenig abgebaut? Das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet der Kunde, wie viel abgebaut wird, was will der Kunde bezahlen. Weil ich sag mal so, wir haben jetzt zwar ziemlich aufwendig abgeklebt, ungefähr zwei Stunden zu zweit. Die Alternative wäre 10 Stunden auseinanderbauen, zusammenbauen. Das muss man halt immer gegenrechnen. Manche Sachen kriegt man halt auch gar nicht so einfach ab, wie hier zum Beispiel diese Gummis, die hier zwischen Seitenwand und C-Säule sind.
Das heißt, die muss man sehr genau abkleben. Viele Gummis gehen auch einfach kaputt, wenn man sie ausbaut. Das heißt, die Kosten muss man dann halt auch nochmal oben drauf rechnen. Die sind halt auch nicht sehr günstig bei so einem Fahrzeug. Und was ich immer mache, ganz wichtig, wenn man hier direkt am Lack so ein Gummi abklebt. Ich sage immer, dass ich klebe den letzten. Und zwar klebe ich den wirklich als letztes drauf, damit ich den direkt nach dem Lackieren abziehen kann. So verhindere ich nämlich, dass der Lack mit dem Klebeband verklebt und wir den nachher hochreißen. Das heißt, nach dem Lackieren zieht man den direkt ab. So, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's los. Die Farbe habe ich euch ja immer noch nicht verraten. So ein bisschen kann man es jetzt hier durch den Becher durchsehen. Ich habe ja schon gesagt, es ist etwas komplizierter, diese Farbe. Durch diesen Grobsilberanteil muss man halt ein bisschen aufpassen, dass er scheckig wird. Jetzt werde ich aber erstmal anfangen, zwei deckende Gänge zu spritzen und dann melde ich mich nochmal. Auf jeden Fall ein sehr wilder Farbton. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Zwei Gänge Basislack sind jetzt drauf. So, jetzt haben wir halt, was ich ja gesagt habe, diese Metallic-Pigmente, die neigen dazu, wolkig zu werden. Das heißt, wenn das Auto jetzt so Klarlack bekommen würde, dann könnte es passieren, dass der Wagen in der Sonne steht, dass der richtig fleckig, scheckig aussieht. Deshalb brauchen wir jetzt einen ausgiebigen Effektgang, nennt man das auch. Also man nebelt das Auto aus. Tröpfchengang nennt man das auch. Ist von Lackhersteller zu Lackhersteller unterschiedlich. Teilweise wird mit 2 Bar ausgenebelt. Bei Miba, mit dem Lack, mit dem ich arbeite, wird mit 1 Bar ganz dünn ausgenebelt. Ich habe den Lack auch hoch verdünnt auf 20% Wasser, Alkoholverdünnungsbasis. Somit kann man wirklich richtig schön gleichmäßig den Effekt nochmal aufnebeln. Damit kommt natürlich das Metallic-Pigment schön zur Geltung und wir haben nachher wirklich einen 100% gleichmäßigen Effekt. I saw a
was blind. I thought I saw you smile. Das war's schon. Jetzt muss natürlich Klarlack über das Ganze. Wir haben jetzt ja ein grobes Metallic, das stellt sich natürlich immer ein bisschen auf. Dadurch kriegt man so eine, ich sag mal, leicht raue Oberfläche, die man natürlich nun gefüllt kriegen muss. Das heißt, man braucht einen Klarlack, der eine gute Füllkraft hat. Und ihr wisst das ja, ich nutze ja immer gerne die Produkte von der Firma 4CR. Ich habe hier den Rapid Klarlack, der ist eigentlich tatsächlich für was völlig anderes gedacht. Das ist ein schnelltrocknender Klarlack, den man in zwei Gängen verwendet. Der ist innerhalb von 15 Minuten bei 60 Grad trocken, aber der hat halt erfahrungsgemäß wirklich eine sehr starke Füllkraft. Und ich habe damit jetzt schon öfters ganz Lackierungen gemacht. Für mich hat es natürlich auch noch den positiven Nebeneffekt, wenn das Material so schnell trocken ist, dass wir Energie sparen, weil ich zahle hier natürlich jede Stunde Lackierkabine kostet Geld. Das heißt, je schneller der Wagen hier wieder raus ist, desto besser ist das für mich. Und wir haben auch nach kürzester Zeit halt eine gute Polierfähigkeit. Das heißt, heute lackieren, morgen werde ich den Wagen schon polieren und dann kann der Hagen den auch schon wieder abholen. Um so ein Fahrzeug vorzubereiten, braucht man natürlich einiges an Materialien. Ob das Schleifmittel sind, Klebebänder, Grundierungen, Klarlack. Diese ganzen Produkte findet ihr im 4CR Online-Shop. Und zwar, weil die Frage schon so häufig aufgekommen ist, wenn ihr die Preise sehen wollt, müsst ihr euch einmal im Vorwege im 4CR Online-Shop registrieren. Dann werden euch auch die Preise angezeigt. Also, ich kann euch die Produkte von 4CR wärmstens ans Herz legen. Schaut gerne im Online-Shop vorbei und jetzt geht's weiter mit dem Video. Der ist eigentlich für Smart Repair und kleine Reparaturen, aber funktioniert sehr gut mit dem Standardhärter auch für solche Ganzlackierungen. So, zack, schon steht der Wagen wieder bei uns. Wir sind am Zusammenbauen. Poliert haben wir das gute Stück schon. Also er nimmt Formen an. Und Marcel, was sagst du zu der Farbe? Die ballert, die Farbe. Die ist schon echt krank. Ja. Ja, guck mal hier. Türgriffe sind schon wieder dran, Leisten sind dran. Also es wird. Die ganze Zeit voll Bock auf Schokolade. Ich weiß gar nicht warum. Arbeiten sind jetzt abgeschlossen. Wir haben etwas über eine Woche gebraucht, also es war wirklich ein Schnellschuss.
Ja, die Farbe ist natürlich Geschmackssache, aber ich glaube, für den Zweck, den das Fahrzeug erfüllt, und zwar soll er ja auf der Messe stehen, ist das genau die richtige Farbe, weil die fällt auf jeden Fall auf. Da kommen ja hier noch die dicken Wellenfelgen drauf. Dann wirkt das auch nochmal ganz anders. Ich glaube, das wird nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, wie es mit dem Auto weitergeht, seht ihr dann bei Hagen auf dem Kanal. Ich würde sagen, das war's dann schon wieder von diesem Video. Ihr könnt ja auch nochmal eure Meinung zu der Farbe in die Kommentare schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir immer ein Like da, abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.